Heute ist in Ecke TV viel Bewegung. Es gibt eine Geburtstagsparty. Und es wird ganz schön heiß. Wir wünschen euch bei dieser Folge viel Spaß. Hallo Cookies. Hallo Familie. Na, Ecki. Hör mal, weißt du eigentlich noch, erinnerst du dich noch an unseren Ausflug nach Jerusalem? Ja, zu Ostern, als wir Jesus begegnet sind und alles mit ja, ihm getan. Ja, genau. Oder Palmsonntag oder wie hier gerade Gründonnerstag. Ja, und dann, wie Jesus gestorben und wieder auferstanden ist. Richtig. Und wenn du zu Hause vergessen hast, was Ostern denn so passiert war, dann guck doch einfach nochmal in unser kleines Reisevideo. Die sind alle noch online in unserer Playlist von Ecki TV. Aber weißt du was, Ecki? Wir sind ja jetzt wieder hier im Rheinbogen. Aber in Jerusalem ist die Sache mit Jesus nach Ostern natürlich noch weitergegangen. Ehrlich? Sollen wir wieder nach Jerusalem reisen? Nee, wir bleiben schön hier im Rheinbogen diesmal. Aber wir könnten uns eigentlich mal anschauen, was denn Ostern mit unseren Feiertagen, Christi Himmelfahrt und Pfingsten eigentlich zu tun hat. Da bin ich gespannt. Dann erzähl mal. Okay, dann pass mal auf. Jesus war nach der Auferstehung seinen Freunden ein paar Mal begegnet. Auf dem Weg nach Emmaus, am See von Tiberias und auch mal bei ihnen zu Hause, als sie alle Fenster und Türen zugemacht hatten. Die Jünger hatten nämlich Angst, dass sie wie Jesus auch verhaftet würden. 40 Tage nach der Auferstehung haben sie ihn noch einmal wieder getroffen, und zwar hier, auf dem Ölberg. So sieht es dort heute aus. In der Stadt Jerusalem leben Menschen jüdischen, muslimischen und christlichen Glaubens zusammen. Leider, so wie jetzt im Moment, nicht immer friedlich. Jüdische und muslimische Menschen beanspruchen die Stadt aus ihrer Geschichte heraus für sich. Das sorgt immer wieder für große Unruhen, bis hin zum Krieg. Und für die Christen liegen die heiligsten Orte dort, weil Jesus ja hier gelebt hat. Der Ölberg liegt am Rande der Altstadt und war immer und ist noch heute von großer Bedeutung. Für die jüdischen Menschen, weil auch der große König David, der vor Jesus gelebt hat, von hier aus in die Stadt kam und dort seitdem der wichtigste jüdische Friedhof liegt, auf dem sogar Propheten aus der Bibel beerdigt sind. Von hier soll einst der Erlöser der Welt kommen. Für uns Christen ist Jesus der Erlöser und er ist an Palmsonntag genauso, wie es im ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament, vorhergesagt war und die Juden es noch erwarten, nach Jerusalem geritten. Außerdem soll Jesus hier seinen Freunden das Vaterunser beigebracht haben. Am Fuße des Bergs liegt der Garten Gethsemane, in dem Jesus verhaftet wurde. Und ganz oben auf dem Ölberg ist die Stelle, an der sich das ereignet hat, was eben 40 Tage nach Ostern war, als die Jünger Jesus das letzte Mal gesehen haben. 40 Tage nach Ostern feiern wir Christi Himmelfahrt. Ganz genau. Und daran wird auf dem Ölberg hier in der Himmelfahrtskirche und hier in der Himmelfahrtskapelle, die in der Himmelfahrtsmoschee liegt, gedacht. Was war passiert? Wenn wir Menschen uns fortbewegen, dann tun wir das normalerweise zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder Auto oder der Bahn. So kommt man bequem von A nach B. Und wenn ich nach oben will, dann nehme ich entweder die Rolltreppe oder den Aufzug oder wenn es was höher sein soll, kann ich den Heißluftballon oder direkt das Flugzeug nehmen. Für Jesus wäre das aber alles nicht das Richtige gewesen. In der Bibel heißt es, dass er auf einer Wolke in den Himmel gehoben wurde und seine Jünger ihm mit offenem Mund und großen Augen hinterhergeschaut haben. Aber bevor er vor ihren Augen verschwand, hat er ihnen noch zwei wichtige Sachen gesagt. Er hat ihnen den Auftrag gegeben, die gute Botschaft weiterzusagen, durch alle Länder und alle Zeiten bis zu uns heute. Und er hat ihnen gesagt, dass er sie nicht alleine lässt, sondern ihnen eine besondere Kraft schicken wird. Gottes Geist. Und wann ist das denn passiert? Was dann passiert ist, das war noch 10 Tage später, also 50 Tage nach Ostern. Exakt. 50 Tage nach Ostern. Kannst du mal im Kalender abzählen? Da feiern wir nämlich Pfingsten. Das Wort Pfingsten kommt aus dem Griechischen, nämlich von Pentecoste Himera. Und das heißt übersetzt nichts anderes als der 50. Tag.
Und das ist der Tag gewesen, an dem die Kirche entstanden ist. Und deswegen ist das Pfingstfest sowas wie der Geburtstag der Kirche. Herzlichen Glückwunsch, Kirche! Gibt es denn dann zu Pfingsten auch eine Geburtstagsfeier? Na klar! Aber weißt du was? Das könntest du dir eigentlich mal in St. Josef, in der Sakristei, von dem Kaplan Horn erklären lassen. Was hältst du davon? Oh ja! Und was machst du inzwischen? Lass dich überraschen! Bis später! So, Eggy! Hallo, Kogis! Du möchtest also etwas über das Pfingstfest erfahren? Ja, was ist denn da eigentlich passiert? Martin hat nur gesagt, dass es der Geburtstag der Kirche ist. Ja, das stimmt. Und es ist das Fest vom Heiligen Geist. Heiliger Geist? Ein Gespenst? Da kriegt man doch Angst. Das kann Jesus doch nicht wollen. Nein, kein Gespenst, das Angst macht, sondern ganz im Gegenteil. Eine besondere Kraft von Gott, die froh macht und Kraft gibt. Mit dem Heiligen Geist kannst du dir das vielleicht ein bisschen so vorstellen, wie beim Fußball, wenn du einen Elfmeter schießt. Dein Trainer steht am Spielfeldrand und du weißt, dass er dir das zutraut, dass dein Trainer an dich glaubt. Das muss er dir gar nicht mehr sagen, das weißt du auch so. Und das alleine gibt dir Kraft und Mut. Jetzt ist es bei Gott natürlich so, dass er auch auf der anderen Seite steht und auch Trainer vom Torwart ist, der den Ball halten will. Und deshalb ist es ganz egal, ob der Ball reingeht oder gehalten wird. Gottes Geist macht dich bei deiner Aufgabe in deinem Leben stark. Und er freut sich mit dir, wenn du deine Aufgabe geschafft hast. Er ist aber auch bei dir, um dich wieder aufzurichten, wenn es mal nicht geklappt hat. Eben ganz wie ein guter Fußballtrainer. In der Bibel heißt es, die Freunde von Jesus saßen wieder bei sich zu Hause. Alle Türen und Fenster waren verschlossen. Doch plötzlich gab es im Haus ein heftiges Brausen, so als ob ein Wirbelsturm durch das Haus fegen würde. Und kleine Feuerflammen kamen auf jeden von ihnen herab. Feuer war für die Menschen schon immer eine besonders faszinierende Naturgewalt. Lebendig und mächtig, knisternd, lodernd und wild. Sie macht das Dunkel hell, vertreibt die Kälte und hat zugleich zerstörerische und lebensspendende Kraft. Feuer hat etwas Magisches. Das erleben wir zum Beispiel, wenn wir ein Feuerwerk sehen oder so einen Straßenkünstler. Es ist also kein Wunder, dass die Menschen Gottes Geist immer schon mit Feuer in Verbindung gebracht haben. Feuer ist also hier im Bericht über Pfingsten, wie die Taube im Bericht über die Taufe von Jesus, ein Symbol für den Heiligen Geist. Denn mit dem Heiligen Geist, den wir ja zum Beispiel im Kreuzzeichen immer auch ansprechen, ist Gott wirklich in unserer Welt, in unserem Leben. Mit seiner Liebe, die stärker ist als jeder Streit. Mit Trost und Hoffnung, die hell machen, wo jemand traurig war. Gottes Geist will das Böse und die Not in unserem Leben vertreiben und dir Kraft geben und dich stark machen, wenn du dich mal zu schwach oder einsam fühlst. So wie das Feuer eine Wahnsinnsenergie hat, so hat auch Gottes Geist in uns jede Menge Power. Und Eggy, was würdest du sagen? Welche Farbe hat Feuer? Na, rot. Ja, genau. Und deshalb trage ich bei der Geburtstagsfeier der Kirche, also am Pfingstfest, ein rotes Messgewand. Möchtest du das sagen? Genau. Hier. Oh, schön. Aber sag mal, was ist eigentlich noch alles unter dem großen Messgewand? Willst du das auch einmal sehen? Dann schau. Bevor die Messe in der Kirche beginnt, zieht der Priester als erstes so ein Schultertuch an. Das ist zum Schutz der anderen kostbaren Gewänder und damit die normale Kleidung am Ende nicht oben am Kragen rausguckt. Vorne kommt noch ein Knoten rein, ordentlich, und dann ist es fertig. Dann kommt eine solche weiße Albe. Das ist ein Untergewand. Es erinnert an das Taufkleid und ist wie die Kommuniongewänder, die wir zum Beispiel in Wersten bei der Erstkommunion tragen. Um die Albe kommt ein Zingulum. Das ist wie ein Gürtel. Und auch hier kommt ein ordentlicher Knoten rein. Ein ganz spezieller. Dann wird das an der Seite, werden die Enden ein bisschen reingetan, damit es nicht auf den Boden schleift. Und dann kann es weitergehen. Um den Hals legt der Priester eine Art Schal, den wir Stola nennen.
Das ist das Zeichen, dass der Priester jetzt offiziell im Auftrag von Jesus handelt. Zum Schluss kommt dann das Messgewand. Das sagt der Name schon, das Messgewand wird nur bei der Messe, also einem Gottesdienst mit Eucharistiefeier, getragen. Die Stola und das Messgewand haben dabei ganz bestimmte, festgelegte Farben, die nicht der Priester aussucht, sondern die sich nach dem Tag richten. Zu Pfingsten ist das eben als Zeichen für den Heiligen Geist rot. Welche anderen Farben gibt es denn noch? Wir haben in unserem großen Schrank hier in der Sakristei grün. Das ist für alle Tage, an denen nichts Besonderes ist. Sozusagen die Alltagsfarbe, also alles im grünen Bereich. Dann haben wir lila oder violett. Das ist für die Vorbereitungszeiten auf die großen Feste, Weihnachten und Ostern. Also für die Advents- und Fastenzeit. Nur an einem Sonntag, nämlich genau in der Mitte, kommt schon etwas Licht in diese Zeit, weil das große Fest in Sicht kommt. Dann mischt sich in das Violett etwas Weiß. Welche Farbe kommt raus, wenn man lila und weiß mischt? In meinem Farbkasten wird es dann rosa. Genau! In unserem Messgewand auch. Ist das große Fest, also Weihnachten oder Ostern, dann erreicht, haben wir Weiß. Das strahlt ganz besonders hell und zeigt, dass Jesus das Licht der Welt ist. Und jetzt im Mai tragen wir zur Ehre von der Mutter von Jesus, also Maria, auch schon mal ein Gewand mit Blau. Naja, und zu Pfingsten, und wenn wir an einen Heiligen denken, der für Jesus gestorben ist, dann tragen wir eben das rote Gewand. Ui, ein ganzer Farbkasten in einem Kleiderschrank? Aber warum ist denn Pfingsten eigentlich der Geburtstag der Kirche? Ja, die Jünger von Jesus hatten sich ja im Haus eingeschlossen, weil sie Angst hatten. Aber nachdem der Heilige Geist in sie gekommen war, hatten sie so viel Mut, dass sie raus auf die Straße gegangen sind und alle Leute von Gott erzählt haben. Und jeder, wirklich jeder, konnte sie verstehen. Sogar die, die eigentlich eine ganz andere Sprache gesprochen haben. Und ab da wurde die frohe Botschaft von Jesus immer weiter erzählt und weiter erzählt und weiter erzählt. Auf der ganzen Welt und zu allen Zeiten, bis zu uns heute, hier im Rheinbogen. Ja, und damit war das wirklich damals die Geburtsstunde der Kirche. Und wir feiern heute noch am Pfingsten diesen Geburtstag, den Geburtstag der Kirche. Und was gehört zu einer Geburtstagsfeier dazu? Ja! Ja! In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch, Kirche! Und frohe Pfingsten!